Hallo und herzlich willkommen zurück zur Let's Play Elvira 2. So, ich habe wieder fleißigerweise auch von der zweiten Etage eine Karte gemalt. Und wieder ist die Etage sehr übersichtlich. Wir hatten eigentlich schon alles gesehen. Und ich habe nur noch eigentlich zwei Aufgänge gefunden. Und ich habe den Lift noch gefunden. Und da schauen wir jetzt mal zusammen, ob wir den irgendwie gangbar kriegen. So, was passiert, wenn man... Ich glaube, wir hatten den runtergeschickt. Wenn wir den jetzt mal rufen, kriegen wir das dann auf? Nee, kriegen wir nicht. Also brauchen wir irgendwie einen Schlüssel? Keine Ahnung. Vielleicht bekommt man erst ganz oben einen Schlüssel und kann dann nochmal zurückgehen. Na gut, damit kann ich auch leben. Hauptsache, ich muss nicht wieder über x Etagen... Also, Moment, wie viele Etagen waren es jetzt? Ich wollte gucken, habt 4. Nochmal über 4 Etagen nochmal zurücklaufen. Also, auch wenn er erst am Ende funktioniert, bin ich trotzdem dankbar, dass er existiert. Aufzug, schön, dass es dich gibt. So, und dann gibt es noch die beiden Aufgänge. Und der eine sieht anders aus als den letzten, den wir hatten. Und da gehen wir ja zuerst mal hin. So, vorher haben wir noch eine Ameise. Ameise, willst du kämpfen? Ja, will kämpfen. Mach Drohgebärde. Weg damit. So. Zwar, genau, das sieht irgendwie anders aus. Wenn man da vorne steht und dann geht's hoch. Und da hinten ist auch nochmal ein Loch. Keine Ahnung. Wir gehen mal hoch. Ach, das ist nur ein Hochgucken. Ah, das oben ist wahrscheinlich dann ein Spinnennetz, weil das ja der Kuss der Spinne ist. Die Kulisse. Okay, dann hier sieht man noch mehr von diesen Höhlungen. Da müssen wir mal in den anderen Ebenen drauf achten, dass wir auch immer irgendwie wieder hier zu diesem Blick da kommen. Okay, also hier geht es dann nicht hoch, dann weiß ich aber, wo es dann noch hoch geht. Das glaube ich definitiv. Hoffe ich zumindest mal. So, dann müssen wir hier links. Blüchen. Kommen Sie mal her. Und ab mit dem Rüssel. So, hier geht es nämlich dann dem herkömmlichen Wege hoch. Und da gehen wir jetzt mal hoch und schauen mal oben nach dem rechten. Ja, komm her. Einmal Rüssel abmachen. Weiter geht's. Eine Ameise. Ja? Na gut. Sie zeigt uns die kalte Schulter. Will sie jetzt doch vorbei? Aha, jetzt Drohgebärde, dann muss leider sterben. Jetzt auch gehen können. So. Das ist ein Netz. Machen wir Netz oder machen wir kein Netz? Wir machen Netz. Erstmal da einen Rüssel abmontieren. Dann Eissplitter, Dingensbummens. Wie auch immer. Auch Ameise. Ja. Dann geh du deiner Wege und wir auch. So, komm her, Rüsseltier. Wir laufen auf die Ameise zu. Und sie geht weiter. Ist recht. Da sieht's. Nee, da sieht's nicht noch irgendwas aus. Auch wieder nur ein langer, dunkler Gang. Hallo, Ameise.
Dann geh halt wieder. Nee, der hat auch nicht getroffen. Willst du jetzt kämpfen? Ja, jetzt will sie kämpfen, weil nämlich der gerade Ausfall weggegangen ist. So, zack. Du hattest deine Chance. So, sie müssen Fahrstuhl suchen und dieses, ja, dieses offene Ding in der Mitte. Bei Fahrstuhl suchen können wir uns, glaube ich, sparen, wenn wir dort ja dann eh wohl nichts machen können. Ich dachte zuerst, man muss die dann auf jeder Ebene freischalten. Aber... Moment, Ameise. Aber dem war ja dann nicht so. So. Ameise auf dem Kriegspfad. Genau, zeig mal hier deinen Unterleib. Kann ich dir selbigen abhacken. Das kann jetzt brutal. Gibt scheinbar gar keine von diesen großen Räumen. Zumindest haben wir noch keinen gefunden. Ich gehe auch gerade nur wüst der Nase nach. Hab kein Gefühl, ob wir hier schon waren. Gegner sind ja da auch kein Indiz für. Hallo Ameise. Komm her. Zwei sogar. Eine? Zwei. Okay, wir haben einen Fahrstuhl gefunden. Den hatte ich ja eigentlich ja nicht mehr auf der Agenda. Aber ist okay. Nee, ist auch verriegelt. Okay, haben wir das auch geklärt. Dann gehen wir weiter in der Nase nach. So, wenn wir jetzt einen Weg nach oben finden würden oder so, wäre ich ja schon glücklich. Dann würde ich dann eine Pause diesen Part hier kartieren, aber bisher haben wir das noch nicht gefunden. Nein, können wir schon mal den Lift abhaken, aber gebracht hat's nichts. Da ich keinen Plan habe, wo wir überhaupt jetzt in diesem ganzen Labyrinth sind. Okay, wir sind wieder am Anfang. Okay. In welche Richtung sind wir am Anfang gelaufen? Wer weiß es noch? Ich nicht mehr. So, ich gehe mal davon aus, dass ich hier das letzte Mal rechts abgebogen bin. Dann gehen wir mal geradeaus. Ich glaube, da war dann auch eine Spinnwebe, ne? Mehr. Mach's nicht so spannend. Ha, stirb, stirb, stirb. Ich glaube, wir sind vergiftet. Hey, kannst du mal bitte sterben? Ey, wir sind vergiftet. Wir sind vergiftet. Wie, seit wann sind wir so schlecht? Also, das ist ungewohnt. Okay, jetzt wissen wir auch, was die Ameisen tun, wenn sie ihr Ding tun. Heieieie. Okay, alles klar. Ich war übrigens auch den roten Pilz, den wir liegen gelassen hatten, nochmal holen. Da bin ich gerade sehr froh drum. So, wir gehen mal rechts. Man muss einfach so lange kämpfen, bis man auch die Ameise getötet hat. Und dann kommt man an den Pilz ran in diesem einen Raum. Mann, 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 Junge. Das war richtig schlecht mit der Ameise. Oh Mann, ich weiß nicht mehr, wo wir schon waren. Gib mir ein Spinnennetz, was mir zeigt, dass wir dort noch nicht waren.
Oder sonst irgendwas. Gib mir ein Zeichen. Nein, deinen Rüssel steckst du nicht in unseren Körper. Ja, hier sieht alles irgendwie gleich aus. Wieso kann ich jetzt... Hä? Da war nichts hinter uns, okay. Keine Ahnung. Einmal umschauen. Moskito beseitigen. Gehen wir wieder Richtung Moskito. Aber auch wenn die Erfahrungspunkte steigen, das ist nicht auch kein Indikator, dass man wieder, dass man ein neues Gebiet betritt. Kacke! Mann, das war wieder der Eingang. Moskito, geh, such dir jemand anderen zum Spielen. So, da waren wir jetzt das letzte Mal gerade ausgegangen. Da gehen wir jetzt wieder rechts. Wenn ich mir relativ sicher bin, dass wir das beim ersten Mal getan hatten. So, wenn wir jetzt tendenziell rechts gehen. Schauen wir mal, ob uns das irgendwie weiterbringt. Hier geht's gefühlt 100-mal runter, aber das da ist ein anderes runter. Von den Wegen her. Hallo Moskito. Ich bin gerade sehr verzweifelt. Trotzdem mache ich dir deinen Rüssel ab. Das war, von den Wegen her sah das anders aus. Und wir wollen hoch. Zumindest dachte ich das bisher. Keine Ahnung. Also, ich glaube, ich schicke euch eine 3-Sekunden-Pause. Mal fleißig Karte, weil ich glaube, das da bringt so zuerst mal nicht so viel. Habe ich so das Gefühl. Hier sieht alles so gleich aus. Und es sind nur Räume, also nur Tunnel und keine Räume, an denen man sich orientieren könnte. Ja, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Der geht schon wieder runter. Ich schicke euch eine 3-Sekunden-Pause. Mann, war das eine Sucherei. Also, in der Etage gab es dann insgesamt 3-mal runter. Wir sind das Falsche runtergegangen, aber nicht das Falscheste runter, denn das Falscheste runter endet in der Falle. Und jetzt habe ich, glaube ich, das Richtige runter erwischt. Und das Richtige runter ist das Richtige runter, weil es runter geht und dann direkt wieder hoch. Also wir sind im Grunde auf derselben Etage geblieben, wie wir jetzt die ganze Zeit waren. Zumindest habe ich das so interpretiert. Wie auch immer, jedenfalls habe ich nochmal die Mitte gefunden von dem, was wir, also diese große, runde, leere Raum. Dings, dumm, bums, ihr wisst, was ich meine. Oh mein Gott, okay. Wir schauen jetzt mal gemeinsam dort hoch, runter, was auch immer. Und vor allen Dingen gibt es hier irgendwie Dinge. So, wir können hochgehen. Ist das Elvira? Elvira, wir kommen nicht holen, wir kommen nicht holen. Nur wie? Halt durch, Süße, wir kommen. Ich kann da nichts klicken. Halt.
Da, die... Ein Faden. Okay, ein Spinnfaden. Das können wir schneiden. Dann machen wir das mal. Was war das? Zumindest war da noch ein Hoch. Ah, das machen wir mal nochmal. Mit Gefühl. Was war das? Spiel? Sprich mit mir. Okay, wir gehen da ran. So, hoch war ja nur hochgucken. So, wir schneiden und dann schwingen wir. Ich habe jetzt hochgedrückt. War das der falsche Faden oder? Moment mal. Bei dem Faden kommt ein Faden. Sind das zwei verschiedene? Ich glaube, ich habe bisher immer hier geklickt. Wir klicken mal hier. Ah! Okay, das war dann der richtige Faden. Heieiei. Geht's jetzt hier zufälligerweise irgendwo hoch? Heieiei. Ja, hier, oh, hier geht's hoch, hier geht's hoch. Elvira, wir kommen. Wir kommen, Süße, halt durch. Wir werden dich retten. Wow, okay. Es geht immer irgendwie weiter. Genau, das weiß man nicht. Komm, Rüsselvieh. Komm her. Rüssel ab. Weiter geht's. Die Viecher schon wieder. Ich dachte, ihr wärt ausgestorben. Komm. Der hat erstaunlich lange gelebt. Ich glaube, unser Held ist müde. Egal. Halt durch, Junge. Wir müssen unsere Süße retten. Dann war eine Sackgasse. Ja, Sackgasse rettet man keine Prinzessin, wollte ich gerade sagen. Aber ich glaube, Elvira ist alles andere als eine Prinzessin. Hallo, Sylphie. Wir haben gerade überhaupt gar keine Zeit. So, wie gehen wir der Nase nach? Ja, komm. Mach's nicht so spannend. Ja, mal gucken, dass wir nicht vergiftet wurden. Stirb. Och. Komm, Spiel, lass gut sein. Wir müssen zu unserer Herrin. Geh mal der Nase nach. Stirb. Und das schnell. So, wir haben wieder eine Sackgasse gefunden. Dann versuchen wir mal hier rein. Oh, Netz. Carsten, Data und Rüsselvieh. Sehr schön. So. Ja, komm. Heieiei. Die Viecher leben richtig lange. So, wieder ein Netz einreißen. Hallo? Komm, gib deinen Rüssel her. Dankeschön. Oh, wieder ein großer Raum. Und dann gehen wir mal drumherum. Wenn der Wurm uns lässt. So, Kristall anpacken. Wir sind noch nicht einmal rum. Wir schauen uns erstmal noch weiter. Hä?
Hä, bin ich jetzt in die Mitte gelaufen? Jetzt bin ich komplett orientierungslos. Ja gut, wie fast immer, aber egal. Man muss ja nicht übertreiben mit der Orientierung, ne? So, dann nehmen wir noch das Pilzchen mit. Und dann verließen sie ihn. Ich habe keine Ahnung, wo wir herkamen, wo wir hin sollen. Hä? Ich habe gerade so das Gefühl, dass es mehr als zwei Ausgänge sind. Wurm, ich muss mich gerade orientieren. Beziehungsweise entscheiden, wo wir hingehen. Also wir haben hier einen Raum. Wir haben da einen und hier unten war doch dann auch noch einer. Oder habe ich... Hä? Ich hätte gerade schwören können, es wären drei. Wie? Doch, habe ich doch gesagt. Der ist versetzt. Keine Ahnung. Wie auch immer, wir gehen da rein. Und schauen nach dem Rechten. Komm her. Dann gehen wir jetzt wieder zurück. Ich glaube nicht, oder? So, nochmal Kristalle einsacken. Und einen Wurm töten. So, eigentlich, Elval hat uns ja schon 100-mal gesagt, dass wir sie im Studio finden. Eigentlich müsste das oben dann endlich mal die echte Elvira sein. Also, ja gut, das ist ja auch das Studio, wo sie uns am Anfang nicht wollte reinlassen. Von daher macht das irgendwo schon Sinn. Okay. Komm her. Komm. Oh, Junge, das dauert. Geh mal der Nase nach. Und ich weiß schon eh lange nicht mehr, wo wir herkamen und wo wir schon mal waren und was auch immer. Aber das ist ja normal. Keine Ahnung. Hi. Wir gehen mal Richtung Moskito. Das ist bestimmt eine gute Idee. Moskito weiß, wo es lang geht. Hallo Würmchen. Oder Made. Oder was auch immer du bist. Stirb. Er hat dich denn eingeladen. Mein Gott. Komm, schnell. So, wir müssen dann jetzt eigentlich in der letzten Etage sein, zumindest wenn man dem Fahrstuhl glauben kann. Also müssten wir bald hier wieder raus können. Oh Mann. Aber wohin? So, wieder ein ja, großer Raum. Mhm. Hallo, Wimmchen. Moment mal, ist das der von vorhin? Thank you.
keine Ahnung. Ich habe gerade so das Gefühl, manchmal habe ich, glaube ich, so einen Anflug von Orientierung. Na, Wurst. Das fühlt sich richtig an. Wir speichern, bevor hier irgendeine Katastrophe passiert. Das sieht irgendwie wichtig aus und ich weiß nicht, ob ich das hier wiederfinde. Also speichern. So. Und umgucken. So, wir können gerade aus. Das sieht nach einer Riesenspinne aus. Geht's dir gut? Nee, ich glaube nicht, ne? Bist du Deko oder sollen wir bei dir irgendwas tun? Wie, das ist außer Reichweite. Was ist es denn? Kann man hier den irgendwie runterlassen? Außer Reichweite. Sieht nach einer Brieftasche aus. Junge, kannst du mal bitte runterkommen? Haben wir irgendwas Langes? Ja, Schraubenschlüssel. Schwert. Du wirst deine Waffe doch nicht loslassen wollen. Du sollst zuschlagen. Oder da durchfetzen. Was auch immer. Okay, was auch immer das hier wird, wir gönnen uns mal eine Pause. Bis gleich.